Die einen sagen, es gibt Gespenster. Und die anderen sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, das ist völliger Bullshit. Wir fangen jetzt nicht an, Huibu zu zitieren, sondern ich möchte euch tatsächlich herzlich willkommen heißen zu meiner Storytime zum Thema Grusel. Ich wollte euch von meinen gruseligen Geschichten erzählen, die ich in meiner Kindheit so erlebt habe. Und dachte mir, okay, eine Geschichte wäre halt echt viel zu kurz, weil die sind halt recht kurz, sind Kurzgeschichten. Und deswegen dachte ich, packe ich die alle hier in dieses wunderschöne Storytime-Format, wo ich euch einfach drauf los erzähle, wie gruselig mein Leben so ist. Also eigentlich habe ich ja meine Tasse in der Hand, habe ich jetzt nicht, weil ich mich voll und ganz darauf konzentrieren möchte, hier in dem gruseligen, dunklen Studio nicht zu sterben. Zum Glück bin ich nicht alleine. Aber also wenn ich sterben sollte, dann ist es wenigstens on camera. Wir kommen erst zu den Träumen und danach zu den realen Erlebnissen. Also bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr euch nicht zu sehr gruselt. Jetzt habe ich mir selbst gerade ein klitzekleines bisschen Angst gemacht. Okay, kommen wir weiter zum Thema. Ein Albtraum, der mich immer wieder verfolgt hat. Und zwar, ich liege im Bett und wache auf. Also quasi Inception. Ja, ich hatte Inception schon im Traum, da gab es das noch gar nicht. Jedenfalls nicht als Film. Bin wach geworden und dachte mir, es ist ja ganz schön dunkel in meinem Zimmer. Ich versuche mal, das Licht anzumachen. Und dann bin ich aufgestanden und sehe auf dem Flur vor meinem Zimmer meinen Vater sitzen. Auf dem Fußboden. So zusammengekauert, so seine Knie so in den Armen und starrte so in mein Zimmer. Und auf einmal habe ich so ein ganz mulmiges Gefühl bekommen und hatte richtig, richtig Schiss, meinen Vater so zu sehen, so zusammengekauert und angsterfüllt in dieses Zimmer reinschauend und bin dann zu ihm hingegangen und hab gesagt, Papa, alles in Ordnung? Und der hat nicht mit mir geredet, der hat mich nicht mehr angeguckt, sondern weiter in mein Zimmer geschaut. Und dann habe ich mich als Kind einfach neben ihm gesetzt. Weil ich dachte, okay, dann sitze ich einfach neben meinem Papa, weil er passt ja auf mich auf. Und dann habe ich auch in mein Zimmer geschaut. Und dann saß in meinem Zimmer neben dem Bett eine riesengroße Katze. So richtig, richtig, richtig groß. Eine schwarze Katze. Super dünn, aber riesengroß. Und die hatte leuchtende Augen. Und ich habe so Schiss bekommen. Bin aufgestanden, weggerannt, die Treppe runtergerannt. Und beim Treppe runterrennen ist der Traum langsam auseinandergebrochen. Und ich habe so eine Stufe genommen und noch eine Stufe. Und es dann wurde dann immer mehr zeitlupiger. Und die Schritte wurden immer größer. Ich bin nie unten an der Treppe angekommen. Immer wenn ich kurz davor war, bin ich wach geworden. Und dieser Traum, der hat mich so lange verfolgt. Boah, ich habe den bestimmt 30 Mal geträumt oder so. Aber nie Nächte aneinanderfolgend, sondern immer so plötzlich aus dem Nichts. Und es war immer der gleiche Ablauf. Mein Licht ging nicht an, ich musste aufstehen, mein Vater saß vor der Tür und es saß eine Riesenkatze in meinem Traum. Keine Ahnung, wenn irgendjemand Träume deuten kann, bitte gerne in den Kommentaren. Also die kreativste Geschichte kriegt einen Brief von mir. Ohne Mist. Und dieser Traum wurde irgendwann Wirklichkeit. Wow. Ist jetzt ein bisschen clickbaitig, weil ganz Wirklichkeit wurde er nicht. Und zwar war es so, dass wir, als wir noch kleiner waren, relativ früh ins Bett mussten. Meine Stiefmutter war da immer sehr, sehr streng und es war teilweise draußen noch hell, gerade im Sommer. Und dann wurde unsere Jalousien runtergelassen. Wir hatten so Jalousien, die sich in dem Fenster befunden haben. So, wenn man die runtergemacht hat, war es halt stockfinster. Ich habe schon so ein bisschen gedöst und habe so geträumt und ich habe ein ganz, ganz, ganz langes Regal an der Tür stehen gehabt. Das ragte quasi so bis zu meinem Schreibtisch. Der hat den ganzen Raum eingenommen quasi. An der Wand. Und da saßen alle meine Kuscheltiere drauf. So, also nach der Größe sortiert. Ich bin schon immer ein sehr, sehr ordentliches Kind gewesen. Manchmal habe ich mir Geschichten zu den Kuscheltieren ausgedacht. Also der Bär, der hieß Beri und der Hund hieß Hundi. Ich war nicht so sonderlich kreativ, aber ich habe mir dann immer so ein Kuscheltier angeguckt und dann versucht, zu diesem Kuscheltier was zu träumen. Und dann war es eine Nacht, wo es wahnsinnig warm war draußen. Und ich weiß, dass die Nachbarskinder noch gespielt haben, weil man so Kindergespiel im Hintergrund gehört hat. Und ich war am Einschlafen und sehe meine Kuscheltiere, wie sie auf einmal rote Augen bekommen. Alle. In der kompletten, das waren die roten Augen von der Katze, ich schwör's euch. Alle haben so rote Augen bekommen. Und dann habe ich halt Schiss gekriegt und dachte mir, hey, what the fuck, was ist hier los? Und dann ist ein Kuscheltier nach dem nächsten vom Regal runtergefallen. So als hätte das jemand mit so einem Arm so ganz langsam runtergewischt. Ich habe sofort angefangen zu schreien, wie am Spieß. Meine Stiefmutter ist reingekommen. Und hat mich versucht zu beruhigen, hat sowas gesagt wie, ja, schreie nicht so rum oder was los oder keine Ahnung was. Und als ich ihr dann versucht habe, das zu erzählen, hat sie, ohne Mist, und das, da bin ich bis heute sauer drauf, hat sie gesagt, ja Mensch, dann hast du halt nicht ordentlich aufgeräumt. Und ist gegangen und hat die Zimmertür ganz zugemacht. Und jetzt ist so ein bisschen so, es ist halt schon super lange her. Was davon habe ich geträumt? Was davon war real? X-Faktor, das Unfassbare. Könnt ihr mal abstimmen, ob ihr glaubt, ob die Geschichte echt oder nicht echt war. Ich weiß es nicht tatsächlich, aber das ist in meinem Gefühl, ist das die Geschichte so, wie sie abgelaufen ist. Und ich versuche immer wieder darüber nachzudenken, ob es so
weiß nicht, diese Art Wesen gibt oder ob es so gruselige, ob es Geister gibt oder irgendwas. Und deswegen habe ich halt super lange auch Angst gehabt, irgendwelche gruseligen Filme zu schauen oder mir irgendwelche Gruselgeschichten erzählen zu lassen, am Lagerfeuer oder auf der Klassenfahrt. Ich war ein richtiger Schisser. Ich habe es so, so sehr gehasst. Und irgendwann kam dieser plötzliche Umbruch, wo ich dann gerne Horrorfilme geschaut habe. Wahrscheinlich, weil ich diesen Traum einfach lange genug nicht mehr hatte. Und dann habe ich angefangen, Horrorfilme zu schauen. Somit kommen wir jetzt zur nächsten Geschichte, die mein Leben sehr stark verändert hat. Und zwar hat es die Beziehung zu meinem Bruder sehr stark verändert. Ich glaube, wir sind in dieser Nacht sehr doll zusammengewachsen. Da war ich 15, müsste ungefähr 15 gewesen sein. Wir haben in einem großen Haus gewohnt. Meine Eltern waren nicht da übers Wochenende und mein Bruder und ich waren alleine. Und wir haben einen gruseligen Film geschaut, wie man das so macht. Wir haben dabei nicht geredet, weil wir uns einfach wirklich des Todes gegruselt haben. Und während der Film läuft, ist der Hund auf einmal total wuschig und weiß ich. Man hat gemerkt, er wollte raus. Wir dachten so, okay, der will raus, weil der muss halt mal. Das heißt, jemand von uns beiden musste jetzt aufstehen und den Hund rauslassen. Und dann fängt so ein bisschen das Getuschel an. Man redet ja auch nicht laut, wenn so ein Horrorfilm läuft. Dann war so ein, kannst du kurz den Hund rauslassen? Nein, ich lasse den Hund garantiert nicht raus, lass du den Hund raus. Der Hund hieß Teddy. Und wir sind so, fuck, okay, wer lässt jetzt Teddy raus? What the fuck? Okay, habe ich aufgestanden, habe eine Zimmertür aufgemacht und dann ist der Hund in einem Affentempo runtergerannt. Ist okay, gut, war halt nötig. Gut, ich lege mich wieder ins Bett. Es ist keine Minute vergangen, als ich im Bett gelegen habe. Stromausfall. Der Fernseher ist einfach ausgegangen. Und wir lagen beide nebeneinander und dachten so, okay. Wir haben uns nicht bewegt, wir haben auch nicht miteinander geredet. Es war einfach so, mitten im gruseligen Film geht einfach der Strom aus. Es hat sich angefühlt bestimmt wie eine Stunde. Aber lass uns wirklich 5 Minuten lang totenstill nebeneinander gelegen haben, ohne dass jemand redet. Ich habe nicht mal gehört, dass mein Bruder atmet. Und dann meinte ich dann irgendwann, wollen wir aufstehen? Wollen wir mal nachgucken? Ja, und dieser scheiß Sicherungskasten war einfach mal fucking weit weg von meinem Zimmer. Das heißt, man musste im Dunkeln irgendwie zu diesem Sicherheitskasten laufen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja eine Fahrradtaschenlampe in meiner Schublade habe. Und ich so, okay, komm. Du beruhigst dich jetzt, du stehst auf, sprintest zu deinem Schrank, suchst nach dieser Taschenlampe und gehst dann mit der Taschenlampe gemeinsam mit deinem Bruder zum Stromkasten. Gut. Auf einmal hat der Hund wie wild angefangen zu bellen. Und wir dachten so, scheiße, wenn jemand im Haus ist, hat vielleicht jemand die Stromleitung durchknapst, möchte uns jetzt jemand umbringen. Warum bellt der Hund so stark? Oh, welch Wunder, der Hund hat plötzlich aufgehört zu bellen und es war totenstill. Jetzt hat es hier gerade geknackt und jetzt habe ich gerade Angst. Okay, weiter. Jedenfalls war der Hund dann still und das hat uns einfach nur noch mehr gegruselt, weil wir halt einfach nicht wussten, was jetzt passiert war. Hat jemand den Hund getötet? Ist der Hund draußen? Ist der Hund drin? Was ist passiert? Und das Einzige, was ich finden konnte, war mein Fahrradrücklicht. Also wenn man das jetzt erzählt, klingt es halt echt albern. Mein Bruder und ich sind unter Todesschock mit richtig krasser Angst mit einem blinkenden roten Fahrradlicht durchs ganze Haus gelaufen zum Sicherungskasten. Tatsächlich ist nur eine Sicherung rausgebrannt, also nur rausgegangen und man musste die einfach nur wieder reindrücken und dann ging es wieder. Keine Ahnung, was da passiert ist, keine Ahnung, warum zu diesem Zeitpunkt, aber da waren sicherlich irgendwelche höheren Kräfte am Werk. Ich habe mir doch ein klitzekleines bisschen ins Hemd gemacht. Und jetzt glaubt man die nächste Geschichte nicht, weil sie einfach noch mal ein bisschen krasser ist, weil ich nämlich in einem gruseligen Haus. Ich bin in einem gruseligen Haus gewesen. Ich bin da reingegangen. Und zwar war mein Opa damals ein Amateurfunker. Der hat es geliebt, an Funkgeschichten rumzubasteln und Radios zu reparieren und Röhrenbildschirme zu reparieren. Und jedes Mal, wenn ich bei meinem Opa, meinem Stiefopa, es ist nicht mein wirklicher Opa, zu Besuch war in Schwerin, haben wir immer selbst basteln dürfen. Wir haben löten gelernt, wir haben, ach, was ich, haben wir für Sachen auseinandergenommen. Und einmal im Jahr ist er zu einem Funkerflohmarkt gefahren, wo er all sein repariertes Zeug oder Sammlerstücke irgendwie dort verkauft hat. Das war ein alter Militärflug, nicht Flughafen, ein alter Militärübungsplatz für Militärfahrzeuge. Wir haben uns so Militär-Tarnklamotten angezogen, die mein Opa uns geschenkt hat. Und das war super cool, so mit einer Zwille durch den Wald zu laufen und auf Bäume zu schießen. Und das war alles so, wir waren halt frei. Mein Opa hat dann währenddessen Sachen verkauft und mein Bruder und ich sind dann halt durch die Wallachpampa gelaufen. Bis wir in der Wallachpampa an einem alten Gebäude angekommen sind. Das war ein altes Mühlgebäude. Und wir sind in dieses Mühlgebäude reingegangen.
Und ich hatte natürlich tierisch Schiss. Mein Opa hatte Luftgewehre. Das darf man gar keinem erzählen. Die darf man wahrscheinlich gar nicht besitzen. Also wir hätten als Kinder garantiert nicht damit schießen dürfen. Und damit konnten wir uns dann verteidigen, falls irgendwas passiert. Wir haben damit einfach nur auf Bäume geschossen. Aber in diesem Haus sind wir damit rumgelaufen und dachten so, Gott, was ist hier passiert? Und wir haben das ganze Haus durchsucht. Wir sind wirklich jede Etage sind wir abgelaufen, aber wir sind immer nur zu zweit und immer nur aneinander geklammert. Und haben uns nicht getraut, alles zu erforschen, weil es halt einfach nur unfucking fassbar gruselig war. Auf diesem Flohmarkt haben wir dann einen Freund kennengelernt. Wir haben einen Freund gefunden. Da lag da einfach so rum. Und mit dem haben wir uns gut verstanden und haben gesagt, okay, komm, hey, wir haben da so ein Haus gefunden. Kommst du mal mit und guckst dir das mal mit an. Und dann stand da etwas von Luftschutzapotheke. Das ist, ohne Mist, wie sich dieses Wort in meinem Kopf eingebrannt hat. Echt krass. Jedenfalls wusste niemand, was eine Luftschutzapotheke ist. Und dann hat der Freund, den wir da kennengelernt haben, so rumgesponnen. So, ach, ich kann mir genau vorstellen, was das ist. Das bedeutet, dass unter diesem Haus ein Bunker ist. Und wir haben es natürlich geglaubt und fanden das total großartig. Und haben dann weiter dieses Haus durchsucht. Und je mehr wir in das Wohnhaus vorgedrungen sind, desto mehr haben wir gruselige Sachen entdeckt. Und das Haus muss tatsächlich im Krieg damals, kurz vor Ende, musste dieses Haus wohl wirklich ganz schnell verlassen worden sein. Es war noch Geschirr im Waschbecken. Es war eine gerupfte Gans. Wir vermuten, dass es eine Gans war. Lag neben dem Waschbecken in so einem Auffangabtropf-Dingens. Und es waren nur noch die Federn übrig. Es war halt gar nichts anderes mehr irgendwie da. Es war ein riesengroßer, dunkler Fleck auf dem Teppich. Wir haben natürlich sofort gesagt, dass es Blut war. Das war für uns war es komplett klar. Dann sind wir weitergegangen ins Wohnzimmer und da war ein Loch im Fernseher. Und wir haben gesagt, das ist ein Einschussloch. Da hat jemand auf den Fernseher geschossen. Und wir haben uns so reingesteigert in diese Situation, dass wir immer mehr Schiss bekommen haben. Und dann sind wir auf den Dachboden gegangen und da waren aneinander gewickelte Matratzen. Also Matratze, Plastikbezug drüber und dann mit Seilen zugeknotet. Und wir haben sofort gesagt, okay, da ist bestimmt eine Leiche drin. Und da wir uns so viel Panik gemacht haben und ich ja eh so ein Schisser war, hatte ich super Schiss, in diesem Haus zu bleiben. Und dann habe ich halt gesagt, ja nein, ich möchte nicht mehr in den Keller gehen, lass uns doch lieber zurückgehen. Und drehe mich um und zeige in Richtung Ausgang und sage, hey, wir müssen nur kurz zurück. Und dann liefert mich doch einfach nur zu Hause bei Opa wieder ab und ihr könnt dann wieder hergehen. Drehe mich wieder zurück und ich war alleine in diesem fucking gruseligen Haus. Weil die dann einfach sich entschieden haben, doch in den Keller zu gehen. Und jetzt hatte ich folgende Möglichkeit. Entweder laufe ich über den Innenhof auch in den Keller, da wo ich die vermute, wo ich nicht mal sicher bin, ob die wirklich da waren. Oder ich nehme den Rückweg durch den Schweinestall, durch die Luke raus, über das Militärgelände, durch den Wald bis zur Kreuzung, bis zur Lichtung zu meinem Opa. Und ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, zu rennen. Alleine durch diesen dunklen, verkommenen, runtergekommenen Schweinestall zu laufen, war für mich das Schlimmste. Jeder Schritt, den ich gemacht habe, hat im Keller unten drunter nochmal wieder geheilt. Du hast gehört, dass es alles hohl war. Und mein Herz, es hat so gerast. Ich bin so voller Schock und voller Angst gewesen, bin ich zurück zu meinem Opa gelaufen und habe bestimmt 2 oder 3 Stunden lang bei meinem Opa gesessen und ihm geholfen. Ich habe halt immer das Trinkgeld abkassiert, wenn jemand etwas gekauft hat bei meinem Opa am Stand. Und dann dachte ich mir, okay, wo bleiben die? Es wird langsam dunkel. Jetzt mache ich mir halt echt Sorgen. Also bin ich wieder zurückgegangen zu diesem gruseligen Haus. Und gerade als ich dann näher kam, kamen die schon gerade aus dem Haus wieder raus und sagten zu mir, Tommy, wir müssen dir was richtig Krasses zeigen. Und ich dachte mir so, okay, cool. Zeig mir mal was richtig Krasses. Aber ich möchte meine Zwille nehmen. Und nein, ich möchte nicht Zwille nehmen. Gib mir bitte das Gewehr. Dann gab es eine riesenlange Diskussion. Dann habe ich tatsächlich diese Waffe bekommen. Und ohne Mist, kaum hatte ich das Teil in der Hand. Das darfst du gar keinem erzählen. Ich bin halt voll gegen Waffen und gegen Gewalt. Aber ich hatte dieses Luftgewehr in der Hand, was nichts mehr konnte als blaue Flecke, glaube ich. Hatte ich das Luftgewehr in der Hand. Und auf einmal war für mich, okay, dann gehe ich da halt rein. Und wenn da jemand kommt, dann habe ich ja ein Luftgewehr, mit dem ich ihn erschrecken kann. Jedenfalls habe ich mich viel sicherer gefühlt. Und dann sind wir unten in der Küche gegangen. Und weil ich so ein bisschen übermütig war, habe ich mit dem Luftgewehr einfach auf die Glühbirne geschossen. Und die ist dann zerplatzt. Und dann haben sich alle erschrocken. Und genau in dem Moment habe ich jemanden am Fenster gesehen. Und dann dachte ich mir so, scheiße. Dann sind wir zurückgegangen und auf einmal klopfte es an der Haustür. Und ich dachte mir so, fuck, mach mir jetzt die Tür auf, rennt mir jetzt weg. Was wollen die hier bei einem verlassenen Haus? Und dann habe ich halt so am Fenster geguckt und gesagt, ja, was gibt es? Und der Mann meinte so, ja, könnt ihr mir kurz die Haustür aufmachen? Ich muss kurz rein.
Und dann haben wir die, den Balken von der Tür abgemacht, die Tür aufgemacht. Und der Typ war nicht mehr da. Wir haben aber gesehen, dass so ein Bulli im Innenhof stand. Und wir dachten dann halt, dass dieser Typ dann irgendwie wieder da rein möchte. Wir sind dann abgehauen, weil wir dachten, vielleicht, weiß nicht, vergewaltigt er uns oder klaut er uns oder keine Ahnung, was wollte er überhaupt in diesem Haus? Und dann sind mein Bruder, der Kumpel und ich, wir sind dann weggelaufen. Ein Jahr später sind wir zu diesem Haus zurückgekommen und die haben das komplette Haus abgerissen, bis auf die Luftschutzapotheke, bis auf diesen großen Turm, den es noch gab. Der stand noch da, das Mühlhausgebäude quasi. Und jetzt so mitten im Schutt, mitten im Nichts auf der Lichtung, sah dieses Haus überhaupt gar nicht mehr irgendwie gruselig aus. Und wir sind da viel, ja, mit einem viel langweiligeren Auge, sag ich mal. Also wir sind da reingegangen und dachten, oh Gott, wie langweilig. Waren auf jeder Etage, haben uns alles angeguckt und habe ich gesagt, ach komm Jungs, wisst ihr was, zeigt mir mal den Keller. Und dann sind wir tatsächlich in den Keller gegangen, den es noch gab von dem ganzen Mühlgebäude. Und da ist uns aufgefallen, dass nicht der komplette Keller Türen hatte, sondern dass man von oben, von den Dielen, Räume sehen konnte, die es im Keller an sich nicht gab. Und seit dem Zeitpunkt sind wir uns sicher, dass da irgendwelche Leichen versteckt wurden. Ja, ist gar nicht so eine Grusel-Horror-Geschichte, aber das hat mich in meinem Leben so krass nachhaltig geprägt, dass ich mittlerweile so viele Sachen ganz anders sehe, weil ich mir sofort immer irgendwelche Geschichten irgendwo rein interpretiere. Aber ganz ehrlich, warum gibt es in einem Keller Räume, die keine Türen haben? Das erklärt auch diese zugeschnürten Matratzen, wo sicherlich Leichen zwischendrin waren und den Blutfleck auf dem Fußboden und sowas. Das erklärt sich da auf jeden Fall. Falls ihr noch mehr Storytime-Videos sehen möchtet und vor allem was für Storytime-Videos, schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit ich mich darauf vorbereiten kann, emotional. Das hat mich jetzt gerade echt total aufgewühlt. Ich dachte mir, komm, es ist ein bisschen muckelig, ein bisschen düster, erzählst du über düstere Geschichten, aber dass mich das jetzt tatsächlich so in so eine Stimmung versetzt, hätte ich gar nicht gedacht. Gut. Falls ihr diese Storytime genutzt habt, um einzuschlafen, tut es mir sehr leid, weil sicherlich ist keiner bei dieser Geschichte eingeschlafen. Cool. Dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag. Tschüss.